Und man darf nicht vergessen, dass auch noch andere Befehle gleichzeitig an Abraham ergehen. Er soll nämlich zunächst mal sein Haus gut bestellen. Er darf das Haus nicht verlassen, ohne es gut bestellt zu haben. Das führt beispielsweise bei Kafka, der diese Erzählung auch wiederum reproduziert und leicht verschiebt und in eine andere Richtung drängt, dazu, dass Abraham diesen Befehl, diesen ersten Befehl, bestelle dein Haus wohl, so ernst nimmt, dass er in der Ordnung des eigenen Haushalts zu keinem Ende kommt. Es ist noch das zu richten, es ist noch das zu richten, es muss das Personal geordnet werden und so weiter. Und so wird es eine unendliche Vorbereitungsarbeit. Das Labyrinth der Werke. Exakt. Und das heißt, im Grunde ist dieser Abraham, der bei Kafka auftaucht, einer, der Gottes Befehl in einer Art Dienst nach Vorschrift befolgt. Und zwar so genau befolgt, dass schließlich der eigentliche Auftrag in Vergessenheit gerät, nämlich den Sohn zu opfern. Ach, er arbeitet und arbeitet und arbeitet. Weil und dieser arbeitet Befehl unendlich ist. Natürlich. Also wenn, er verfängt sich in den Mikrokosmos seines Haushalts, seines Besitzes. Der einzelnen Regeln. Exakt. Ja. Also der Haushaltsrechnungen, der Auszahlung der Dienstboten. Das Opfer. Genau. Aber im Bewusstsein und mit dem großen Anspruch, sozusagen buchstabengenau Gottes Befehl zu erfüllen, kommt er über die Grenze seines Hauses und im Grunde zum eigentlichen Opfer des Sohnes nicht, er so gläubig ist. Ja, das rettet den Sohn. Ja? Da brauche ich keinen Zwischenträger, keinen zweiten Befehl. Genau. Ja? Aber es gibt noch eine andere Variante. Es gibt eine andere Variante, die Kafka hat versucht, in verschiedenen Formen gewissermaßen diese dramatische, man könnte sagen, auch gewaltsame Geschichte zu erzählen. Und in einer anderen Variante ist Abraham sofort bereit, den Befehl Gottes auszufüllen. Und zwar welchen? Und zwar seinen Sohn Isaac zu opfern, töten. Isaac ja. zu töten. Sofort. Und wie das ein heißt, eifriger Kellner. Ja, wie ein, also diensteifrig, wie ein Hilfskellner, den Befehl sofort auszuführen. Mit dem einen Problem, das Abraham verspürt, er fühlt sich klein. Er ist nicht einer der bedeutendsten Mitglieder der jüdischen Gemeinde, der israelischen Gemeinde. Er fühlt sich schmutzig, er fühlt sich im Grunde wie ein schlechter Schüler in der letzten Schulbank und bei genauem Nachdenken glaubt nicht an den Anruf Gottes, dass und, er gemeint ist. Und er kann nicht glauben, dass Gott ihn, genau ihn und niemand anderen mit diesem großen Auftrag gemeint haben könnte. Und sein übergroßer Glaube an Gott führt gerade dazu, dass er den Befehl als seinen persönlichen, seine Auserwähltschaft, sein Auserwähltsein nicht für glaubhaft hält. Und so kommt man mit Kafka dazu, dass gerade der größte Glaube an Gott dazu führt, Gottes Befehl nicht auszuführen, diesen brutalen, diesen gewaltsamen Befehl nicht auszuführen. Aber das ist negative Theologie nach Maimonides der besten Form. Das ist Hochscholastik, genau. Was Kafka hier vorführt. Es ist Hochscholastik und die List des Erzählens besteht in dieser Geschichte natürlich darin, dass es gerade der Glauben ist, der größte Glauben, der nur unter der Abwesenheit Gottes realisiert werden kann.